Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem besonderen Making-of. Und zwar das Making-of von Gretel und Zauberer Zoppo. Ganz genau. Wir drei, wir haben uns heute Zeit für euch genommen, um diesem ganzen Projekt mal auf die Füße zu gucken. Diese beiden Fotos, die ihr jetzt seht, beziehungsweise das andere habt ihr ja gerade schon gesehen, die sind noch im Feldhaus entstanden. Das waren so die allerersten Fotos von ja, euch beiden, ne? Also hier von Gretel und Zauberer Zoppo. Und gedreht wurde auf dieser alten Bühne, also der Vorgänger von unserer jetzigen Bühne, ne? So sah die aus. Und ja, so sah das Feldhaus aus vor unserer Zeit und so dann später, als wir das Feldhaus verlassen hatten. Hier seht ihr die Einfahrt, da haben wir auch gedreht für Gretel und Zauberer Zoppo. Hier in der Ecke stand der Blumenkübel mit dem angeblich so hohen Baum, wo Zoppo und Gretel in Folge 1 drauf saßen. Und ganz rechts, das seht ihr gleich, da, genau, der grüne Busch da in dem Blumenkübel, da war damals der ehemalige Sandkasten, der dann als Wiese fungiert hat im ersten und zweiten Teil von Gretel und Zauberer Zoppo. Genau, hier seht ihr es nochmal. Das war die Stelle, wo wir gedreht hatten. Das sieht ja mittlerweile noch ganz anders aus, ne? Das hier sind übrigens Archivaufnahmen von 2016. 2005 haben wir ja gedreht. Folge 1, Teil 1 vielmehr, und die Fotos, die ihr jetzt seht, die entstanden 2016, also 11 Jahre nach dem Dreh zu Teil 1 von Gretel und Zauberer Zoppo. Ganz genau, und eigentlich wären wir zu der Zeit schon längst fertig gewesen mit unserer Serie, aber ja, wir hatten da so den ein oder anderen Denkfehler. Hier sieht man übrigens auch nochmal das Zimmer, wo die Bühne stand während den Dreharbeiten. Und das war auch dasselbe Zimmer, wo auch die Szene mit dem Computer gedreht wurde. Und hier auch nochmal Alfonso und Cordy und wir natürlich zur Zeit von Teil 1. Und auf jeden Fall, wir hatten die Geschichte uns überlegt, die 5 Teile, wie wir sie am besten drehen wollen oder präsentieren wollen vielmehr. Dann drehten wir Teil 1 und als Teil 1 fertig gedreht war, fiel uns auf, oh, die Verwirklichung für die anderen Teile, also Teil 2 bis 5, die war uns gar nicht gegeben, denn wir hatten damals noch gar nicht die Möglichkeiten, das Equipment und die Computertricks, das kam ja erst viele Jahre später, das war zu der Zeit noch gar nicht möglich. Und deswegen blieb es erstmal nur bei einem Teil und irgendwann galt die DVD, wo dieser Teil unter anderem drauf war, als verschollen. Gilt es übrigens heutzutage immer noch davon ab. Und durch Zufall fanden wir dann eine Kopie. Wir wussten gar nicht mehr, dass eine Kopie existiert. Aber dieser Kopie hatten wir dann zu verdanken, dass wir im letzten Moment noch was retten konnten und das Videomaterial digitalisieren konnten, denn selbst die Kopie hatte schon ordentlich Kratzer und war in Mitleidenschaft gezogen worden. Ja, ganz genau. Das war so das Hauptproblem, weswegen wir dann überhaupt so lange warten mussten,
bis wir überhaupt drehen konnten. Und dann war auch noch ein weiteres Problem, als wir soweit alles beisammen hatten und wussten, jetzt können wir theoretisch weiterdrehen, fehlten uns einige Figuren und Requisiten. Unter anderem fehlten uns natürlich das Papphaus aus Teil 1 und 2, aber auch unser Brumm, unser Bär, der ist leider auch nicht mehr existent. Die Figur ist leider kaputt. Und dann hatten wir noch ein Problem, und zwar mit dir, Zoppo, denn du galtest auch als verschollen. Mich hat man ja Gott sei Dank nach ein paar Jahren wiedergefunden, aber wo Zoppo war, wussten wir nicht. Und dann haben wir gesagt, gut, bedingt durch die ganze Anhäufung an Zauber wird Zoppo dann halt zu einer Krähe und kann sich dann halt auch nicht mehr zurückverwandeln. Genauso wie zum Beispiel Brumm in den Papagei. Ja, da hatten wir die ursprüngliche Idee dann so beibehalten. Und während den Dreharbeiten zu Teil 2 fanden wir dich dann, Zoppo, und haben dann gesagt, gut, dann müssen wir die Geschichte unbedingt dann noch mal ein klein wenig umschreiben, und so konntest du ja dann doch noch mal zurückverwandelt werden in deine ursprüngliche Gestalt. Aber es war auch schon eine Version geplant, dass wir dich gar nicht mehr hätten zurückverwandeln können. Also uns war schon klar, wir brauchten einen Zoppo. Ne, weil die Geschichte heißt ja Gretel und Zauberer Zoppo, und wenn der Nachteil 1 komplett weg gewesen wäre, dann wäre das irgendwie irreführend gewesen für den Titel. Ne, von daher war uns klar, okay, Zoppo wird sich verwandelt haben. Das hat er ja auch in der Serie, aber ab dem Ende von Folge 3, meine ich, war das ungefähr, hatten wir dich ja dann wieder zurückgeholt, ne? Und in der Geschichte verwandelst du dich ja dann auch wieder von der Krähe in den Wichtel. Ja, ganz genau, absolut richtig. Und ja, das Material, was ihr jetzt seht, so vor einem grünen Hintergrund oder gleich auch vor einem blauen Hintergrund. Gretel, für dich brauchten wir einen blauen Hintergrund, weil du grüne Klamotten getragen hast. Ja, das war sowieso toll, ne? Die absolut verbotenen Farben sind grün und blau, und genau das waren die Farben unserer Kleidungsstücke. Diese Szenen hier vor einem grünen Hintergrund, die wurden gebraucht für das Haus von Luzi oder für Gottfrieds Haus oder generell für alle Szenen innerhalb der Puppenstadt. Ja, ganz genau. Ne, also wir waren da alle nacheinander vor diesen einfarbigen Hintergründen. Und auch für Teil 2, die Wiese mit dem Papphaus, da fehlte uns noch eine Einstellung. Kurz nachdem sich Fonso hier und Cordy verwandelt hatten. Das hatten wir natürlich nicht als Archivmaterial, das musste nachgedreht werden. Diese Szene kommt in der fertigen Serie nicht vor. Es handelt sich dabei um eine Variante, wo Gretel und Zoppo dann in der Zukunft im Puppenfundus sind. Allerdings gibt es die Variante zweimal, wie gesagt. Einmal so, wie ihr sie jetzt seht, und in der eigentlichen Variante, die dann endgültig genommen wurde, und zwar diese hier mit Gretel und Kati Krähe,
die in dem Fall dann die Rolle des verzauberten Zoppo übernahm. Und ja, so kann man dann auch sagen, es war das Stück mit der längsten Bearbeitungszeit, mit der längsten Produktionszeit, denn das Stück hatte jetzt insgesamt 16 Jahre auf sich, ne? Halt dadurch, dass so lange Pause gemacht wurde zwischen Teil 1 und Teil 2 bis 5. Teil 2 entstand, ich meine schon 2021, aber Teil 1 war erst fertig 2020, also nach der endgültigen Bearbeitung. Ja, so hat man dann natürlich der Geschichte nach einen sehr, sehr krassen Zeitsprung. Ne? Ursprünglich war geplant, dass Gretel und Zoppo nur 2-3 Jahre in die Zukunft reisen, dass sich dann dadurch nicht so viel verändert, und das wäre dann alles im Feldhaus gedreht. Aber am Ende kam es dann halt so, dass man sagte, gut, dann sind die halt 16 Jahre in die Zukunft gereist. Das Material, was ihr jetzt seht, das haben wir am absolut letzten Drehtag noch gedreht. Das war der einzige Außendreh, den wir hatten. Von den Folgen 2 bis 5, muss man sagen. Folge 1 wurde ja draußen gedreht und Folge 2 bis 4 komplett im Studio. Und dann war es halt so der letzte Drehtag nach 16 Jahren, wo wir diese Szenen gedreht haben draußen am Hulberg in Duisburg. Da entstanden auch schon andere Projekte wie die Außenaufnahmen von Dragonina Esmeraldina oder das Hexeninternat oder Sei mal zärtlich oder verschiedene Vorworte von den Filmen aus Staffel 1. Die entstanden da auch alle. Also da haben wir schon sehr, sehr viel gedreht und jetzt natürlich auch halt Folge 4 und 5 für Gretel und Zauberer Zoppo. Für die Szenen hatten wir einen Tag geplant. Wir waren nach, ich glaube, 3 oder 4 Stunden fertig. Also es ging relativ zügig, weil wir nur wenig nochmal nachdrehen mussten. Natürlich, ne, kam auch das mal vor, dass man ein wenig nochmal wiederholen musste, was also nochmal gedreht werden musste, aber es war sehr, sehr wenig. Ne, und wir haben geguckt, was wir wirklich aus jedem abgedrehten Material benutzen konnten. Es hat nicht bei allen Videos, die da entstanden, geklappt. Aber ich sag mal so, zu 90-95% konnten wir selbst ein paar Sekunden Film aus Videos fürs fertige Produkt nehmen, die eigentlich irgendwann einen Patzer hatten. Ja? Und dadurch war es dann halt auch möglich, unterschiedliche Szenen in verschiedenen Perspektiven zu präsentieren. Mal von links, mal von rechts, mal von oben, mal von unten, mal geradeauslinig. Also wir haben da sehr, sehr viel Drehmaterial gehabt und konnten uns dann auch schön austoben und ja,
das, was die Serie halt von anderen unterscheidet oder von anderen Kinoma-Produktionen generell unterscheidet, ist halt, dass es noch lebendiger ist, ne? Auch diese Szene, die ihr jetzt seht mit Zoppo, die kam im fertigen Film, vielmehr Serie, Entschuldigung, nicht vor. Wir hatten sie abgedreht, wir fanden es ganz schön, aber schlussendlich konnten wir es nicht gebrauchen. Wir haben uns gesagt, ja, lieber zu viel drehen als zu wenig, ist ja auch richtig so. Bei Außendrehs müssen wir halt immer gucken, wie ist das Wetter. Da müssen wir uns dann immer nach dem Wetter richten. Und ja, wir hätten beinahe noch einen zweiten Drehtag gebraucht, wurde dann aber kurzerhand nicht, ne? Und ja, so waren wir dann halt froh, dass wir alles an einem Drehtag fertig bekamen. Und ja, wir konnten, als die letzte Szene gedreht war, abgedreht war, das ist jetzt übrigens die, die ihr gerade seht, wo Gagam dann in die Ferne geht, konnten wir es gar nicht richtig realisieren, dass wir jetzt wirklich nach 16 Jahren das Projekt komplett fertig abgedreht hatten. Ja, das stimmt. Das war ein ganz, ganz komisches und uriges Gefühl, aber hat trotzdem richtig viel Spaß gemacht. Und auch hier jetzt mit den Dinos, ne? Ja, die wurden dann ja auch am Computer erstellt, ne? Muss man ja auch noch sagen. Also Bücher und halt die Dinos und auch ich weiß nicht, wie viel noch am Computer entstand. Also auf jeden Fall unheimlich viel für das Projekt. Es war auch sehr, sehr aufwendig, hatte Miyazud noch gesagt. Und ja. Da steckt richtig viel Arbeit hinter und wir hoffen natürlich am Ende, dass wir eine gute Leistung erbracht haben. Ja, ganz genau. Und je nachdem, wie erfolgreich diese erste Staffel jetzt wird, also Teil 1 bis 5, sind wir auch schon am Überlegen, ob es vielleicht die Möglichkeit gibt, eine zweite Staffel zu machen, eine mögliche Fortsetzung. Aber schauen wir erstmal. Das ist jetzt keine Zusage und auch keine Absage. Wir schauen einfach mal. Aber wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn wir noch weitere 5 Teile drehen dürften. Das wäre dann so der Arbeitstitel Hokus Pokus um Gretel und Zauberer Zoppo. Aber wie gesagt, so weit sind wir ja noch nicht. Ja, ganz genau. Ja, das war's jetzt von uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen, so ein kleiner Einblick und so ein bisschen Kommentar dazu, was so alles hinter der Kamera zu der Produktion von Gretel und Zauberer Zoppo gelaufen ist. Wir freuen uns, wenn wir uns wiederhören und vielleicht auch wiedersehen. Und bis dahin sage ich Tschüss, bedanke mich bei Gretel und Zoppo für ihre Zeit, dass die jetzt heute hier waren und mit mir das Video eingesprochen haben. Und sage bis bald, danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.